Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, Wills Feines Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr habt Bock auf ein neues Video. Freunde, in diesem Video sprechen wir mal wieder über GTA 6, denn mein letztes GTA 6 Video ist ja jetzt nun auch schon wieder 2 Wochen her und seitdem gibt es wieder einige Neuigkeiten und Leaks zu GTA 6 und deshalb habe ich mir jetzt nun gedacht, fasse ich all diese neuen kleinen Infos und Leaks in diesem Video hier zusammen, statt dass ich zu jedem einzelnen kleinen Leak ein Einzelvideo mache. Freunde, wenn euch das gefällt, dass wir heute mal wieder über GTA 6 und einigen Leaks zu GTA 6 sprechen, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch die neuesten Informationen und Leaks zu GTA 6 kennen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA 6 und auch nicht mehr zu GTA Online. Und wenn du weiteren Content von mir sehen möchtest, dann schau doch mal auf meinem TikTok-Kanal vorbei. Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Aber genug Werbung gemacht, lasst uns mit dem Video beginnen. Also, let's go! Alle Leaks, die ich euch heute hier in diesem Video zeigen werde, stammen vom Legacy Killer HD. Den Link zu seinem Twitter-Account, wo ich diese Informationen hergenommen habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Dort habe ich ihn euch nämlich als meine Quelle verlinkt. Manche dieser Leaks sind schon ein bisschen älter, zumindest kenne ich die jetzt schon einige Tage lang. Andere hingegen sind brandneu. Diese habe ich gerade das erste Mal gelesen, als ich den Beitrag vom Legacy Killer HD gelesen habe. Beginnen wir mit den beiden Hauptcharakteren aus GTA 6, Lucia und Jason, denn nun wurde bekannt, welche Schauspieler die beiden Hauptprotagonisten in GTA 6 spielen werden. So wird Lucia von Maniel Perez gespielt, was man vor allem gut an ihren Augen erkennen kann. Und Jason wird von Dylan Roop gespielt. Beide Schauspieler sind relativ unbekannt, was aber nichts Neues bei Rockstar Games ist. Viele Schauspieler, die Rockstar Games in ihren Projekten nutzt, sind eher unbekannt, mit der Ausnahme von Trevor aus GTA 5. Dieser wurde von Steve Ock gespielt und Steve Ock hat in einigen bekannten Filmen, aber auch Serien mitgespielt, wie zum Beispiel in The Walking Dead und Snowpiercer. Dylan Roop, der Schauspieler von Jason, spielt unter anderem in den Serien Modern Family und in Seattle Firefighters mit, welches eine Spin-Off-Serie der Pro-7-Serie Grey's Anatomy ist. Maniel Perez, die Schauspielerin von Lucia, spielt unter anderem im Film The Unburn und auch in den Serien Marvel's Jessica Jones, The Blacklist und Law and Order mit. Außerdem hat sie bereits in GTA 5 bzw. in GTA Online eine Synchro-Rolle übernommen. Hier hat sie einer Nachtclub-Besucherin in GTA Online im Jahr 2018, als das After Hours DLC rauskam, ihre Stimme geliehen. Der nächste Leak besagt, dass Rockstar Games immer noch plant, GTA 6 im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Allerdings nicht mehr, so wie es vorher noch der Plan war, im Frühjahr, sondern erst im Herbst 2025. Damit habe ich aber persönlich schon länger gerechnet, da die meisten Spiele von Rockstar Games meist im Herbst bzw. in den Monaten September, Oktober, November in der Vergangenheit erschienen sind, wie zum Beispiel auch GTA 5, welches ja damals am 13. September 2013 erschien. Außerdem würde Rockstar Games dann hier auch nochmal dick das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, was dann eben für Rockstar Games bedeuten würde, dass sie mit GTA 6 noch mehr Gewinn machen würden, als wie wenn sie das Spiel im Frühjahr veröffentlichen würden. Und von daher ist dieser Leak für mich sehr logisch. Der nächste Leak macht mich ein wenig traurig, denn dieser besagt, dass die Story von GTA 6 wohl kürzer sein wird als die Story von Red Dead Redemption 2. Die Story von Red Dead Redemption 2 beträgt durchschnittlich 50 Stunden und um 100% in Red Dead Redemption 2 zu erreichen, benötigt man im Durchschnitt 182 Stunden. Die Story von GTA 5 hingegen ist noch kürzer und beträgt im Durchschnitt 31,5 Stunden und wenn man GTA 5 auf 100% spielen möchte, dann braucht man hier durchschnittlich 83,5 Stunden. Und wenn dieser Leak nun stimmt und mir sagt, dass ich GTA 6 in unter 50 Stunden durchgespielt habe, dann bin ich selber mies enttäuscht, denn ich meine, wir warten seit 11 Jahren auf GTA 6 und dann soll es so kurz sein, das enttäuscht mich echt. Wir warten mittlerweile so lange auf das Spiel und da erwarte ich halt auch einfach sehr, sehr viel von GTA 6, aber wahrscheinlich erwarte ich mal wieder zu viel. Der nächste Leak hört sich aber wieder deutlich besser an und zwar wurde im nächsten Leak bekannt, welche Freizeitbeschäftigungen es in GTA 6 geben wird und zwar
Basketball und Fußball. Wobei hier Football steht und Football bedeutet im Englischen ja eher Football. Würden Sie hier Fußball meinen, dann würde hier wohl höchstwahrscheinlich Soccer stehen. Aber Basketball und Football sind meiner Meinung nach schon cooler als wie Armdrücken und Dart in GTA 5. Machen wir weiter mit der Spiele-Engine von GTA 6. GTA 6 wird auch wieder in der hauseigenen Engine von Rockstar Games sein, also Rockstar Advanced Game Engine, kurz Rage. Diese Engine wurde zuletzt in Red Dead Redemption 2 verwendet und wurde weiter überarbeitet seitdem. Und so soll es jetzt nun in GTA 6 ebenfalls möglich sein, genauso wie in Red Dead Redemption 2, zwei Waffen gleichzeitig zu tragen bzw. zu nutzen. Bleiben wir bei den Waffen, und zwar wurde nun extrem viel über die Waffen und das Waffensystem in GTA 6 bekannt. Das Waffensystem wird so sein wie in Red Dead Redemption 2, dass es drei Kategorien gibt, beziehungsweise dass dieses in drei Kategorien unterteilt wurde, und zwar in Waffen, Equipment und Gear. Außerdem wurde eine Harpune als spielbare Waffe für GTA 6 geleakt. Wenn ihr mehr über die Waffen aus GTA 6 und das Waffensystem erfahren wollt, dann checkt unbedingt meinen Kumpel Armin ab, denn dieser hat heute nämlich ein komplettes Video nur über die Waffen und das Waffensystem von GTA 6 gemacht. Den Link zu seinem Video findet ihr in der Videobeschreibung und unten im angepinnten Kommentar verlinkt. Checkt den auf jeden Fall mal ab, und wenn euch sein Content gefällt, dann lasst ihm definitiv ein Abo da. Die Spielewelt von GTA 6 soll so interaktiv sein wie noch nie zuvor in einem Spiel von Rockstar Games. Das bedeutet unter anderem, dass es so viele Events wie noch nie zuvor in einem Spiel von Rockstar Games in GTA 6 geben wird. Die NPCs können zum Beispiel durch eine KI viel mehr Aktivitäten unternehmen, wie zum Beispiel die eine Frau am Strand aus dem Trailer von GTA 6, die sich dort mit Sonnencreme eingesprüht hat. Vorher gab es auch keine NPCs, die in Gruppen spazieren gegangen sind. Dies wird sich jedoch in GTA 6 ändern, denn dort können die NPCs eben auch gemeinsam mit anderen NPCs Dinge machen. Wenn jemand zum Beispiel in GTA 6 stirbt, also ein NPC, dann wird seine Leiche auch deutlich länger liegen bleiben und nicht so schnell verschwinden bzw. einfach so despawnen wie noch in GTA 5. Aufgrund des geleakten Gameplays von GTA 6 aus dem Jahre 2022 hat Rockstar Games nun die Namen von vielen Nebencharakteren aus GTA 6 geändert. Und die komplette Anfangsszene, also Prolog-Szene, wurde aufgrund des geleakten Gameplays ebenfalls komplett neu gedreht und neu animiert. Der letzte Leak auf dieser Liste besagt, dass die Arbeitsmoral bei Rockstar Games sich mittlerweile deutlich verbessert hat, seitdem Dan Houser Rockstar Games verlassen hat. Dan Houser war einer der Mitgründer von Rockstar Games im Jahre 1997, verließ das Unternehmen aber am 11. März 2020 aus unbekannten Gründen. Seitdem strebt Rockstar Games für GTA 6 nach Perfektion, und das bedeutet, dass sie es mit der Veröffentlichung von GTA 6 nicht so eilig haben. Sprich, wenn sie es nicht bis 2025 fertig programmiert bekommen, beziehungsweise sie es 2025 nicht für perfekt halten, dann haben sie damit auch keine Probleme, GTA 6 noch einmal zu verschieben. In knapp einer Woche können wir aber hier mit neuen Informationen rechnen, denn dort findet dann der nächste Earning Call von Take-Two und Rockstar Games statt, wo sie dann der Öffentlichkeit ihre Pläne für das Finanzjahr 2025 mitteilen werden. So, das waren jetzt nun aber auch schon alle Informationen und Leaks, die ich heute rund um GTA 6 für euch hatte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ für euch. Und wenn das der Fall war, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.